Und ich rufe auf Top 89 unserer Tagesordnung, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD, Tatenlosigkeit und Ignoranz in der NSU 2.0, Drohschreiben-Affäre durch den hessischen Innenminister müssen endlich beendet werden, Drucksache 20-5320. Und als Erstes bitte ich Herrn Rudolph von der SPD ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit über 2,5 Jahren wird die Frankfurter Anwältin Frau Bascher-Yildiz durch Drohschreiben, die Bezug auf NSU nehmen, in ihrem Leben gefährdet. Auch weitere, insbesondere Frauen, haben diese widerlichen Drohschreiben erhalten. Erst Anfang März 2021 hat Frau Bascher-Yildiz erneut ein Drohschreiben erhalten, mehr als ein Dutzend solcher Schreiben. Private Daten der Anwältin wurden vor dem ersten Drohbrief an einem Dienstcomputer im ersten Polizeirevier, eine Dienststelle des Landes Hessen, abgerufen. Auch in Wiesbaden haben wir an zwei Polizeirevieren den Missbrauch von Daten festzustellen. Im Sommer letzten Jahres hat der hessische Innenminister wie immer in der ihm eigenen Art großspurig martialisch angekündigt, dass ein Sonderermittler die bisherigen Ermittlungen zu den Drohmails sehr genau analysieren und mit einem neuen Blick auf die Ermittlungsansätze einbringen werde. Das war im Juli 2020. Im März 2021, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es nach über 2,5 Jahren immer noch keine Ermittlungsergebnisse. Wer, Herr Beuth, nimmt eigentlich dafür die Verantwortung? Frau Bascher-Yildiz hat nun Schutzmaßnahmen umgesetzt, die ihr vom Hessischen Landeskriminalamt, die die Fachbehörde sind, und das im Jahr 2019 empfohlen haben, umgesetzt. Die Rechnung in Höhe von 5.083,93 € hat sie im vergangenen Dezember an das Innenministerium geschickt, da sie daraus einen Amtshaftungsanspruch ableitet, weil die Probleme eben durch hessische Dienststellen hervorgerufen wurden. Mitte Februar erhielt sie dann vom hessischen Landespolizeipräsidenten die Antwort, es gebe keinen Hinweis dafür, dass die illegale Datenabfrage in Ausübung eines öffentlichen Amtes erfolgt und einer hoheitlichen Tätigkeit zuzurechnen sei. So können wahrscheinlich auch nur Bürokraten schreiben, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der Datenmissbrauch aus einem Polizeirevier, dem ersten in Frankfurt, erfolgte, ist wohl unstrittig. Und dann gibt es einen kausalen Zusammenhang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der renommierte Frankfurter Juraprofessor Herr Frankenberg kommt in einem Gutachten klar zu der Meinung, dass sie als gefährdete Person einzustufen sei und dass flankierende Schutzmaßnahmen notwendig gewesen wären und dass das aus den Diensträumen eines Frankfurter Polizeireviers aus einem Polizeicomputer erfolgt sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um es klar und deutlich zu sagen, wie man hier mit Frau Bascher-Yildiz umgeht, ist unerträglich. Ist unerträglich. Diese Frau muss ein Dutzend Drohbriefe und Drohungen erleiden. Und, meine Damen und Herren, das, was sie durchmacht, ist wirklich wahrscheinlich von uns nicht nachzuvollziehen. Kollegin Wissler hat ja auch ein entsprechendes Drohbrief bekommen. Herr Innenminister, das ist ein ziemlich ungeheuerlicher Vorgang. Ein ziemlich ungeheuerlicher Vorgang. Und zu all dem schweigen die hessischen Grünen. Immer fest an der Seite ihres Koalitionspartners. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Der härteste Vorwurf war, sie seien irritiert. Und laut FR vom 13.03. gäbe es Überlegungen, die Kosten für diese Sicherungsmaßnahmen zu begleichen, ohne dass ein Amtshaftungsanspruch anerkannt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, entweder es gibt einen Amtshaftungsanspruch oder es gibt ihn nicht. Wir halten ihn für eindeutig gegeben, und das ist die Position der hessischen Grünen. Das ist ziemlich abenteuerlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Frau Bascher-Yildiz teilt auch in den sozialen Medien in Richtung Grüne mit. Den Grünen ist das egal, weiter so, aber bitte nicht gegen rechts wettern, denn das glaubt euch kein Mensch mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister Beuth, haben Sie eigentlich jemals ein persönliches Gespräch mit Frau Bascher-Yildiz geführt? Um auch Ihre Situation, Ihre Sorgen und Nöte, Ihre Einschätzung einmal persönlich kennenzulernen? Nach unserem Kenntnisstand haben Sie das nicht getan. Sie betreiben ohnehin eine Politik ohne jegliche Empathie. Das hat Ihnen Kollegin Faeser schon im Zusammenhang mit den Anschlägen in Hanau gesagt. Ich sage Ihnen das noch einmal.
in einer solch belastenden Situation von über 2,5 Jahren nicht einmal ein persönliches Wort mit Frau Bascha-Yildiz zu reden, das ist in der Tat, macht einen sprachlos. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach über 2 Jahren gibt es kein Ermittlungsergebnis. Ein fatales Signal. Ihr Umgang, aber auch das vom Landespolizeipräsidenten, ist beschämend. Sie haben vor 2 Tagen von einer Fehlerkultur gesprochen bei der hessischen Polizei. Bei Herrn Beuth gilt das aber immer nur für andere. Keine Spur von Einsicht, keine Ergebnisse. Die politische Verantwortung für dieses Desaster hat einen Namen. Dieser Name lautet Peter Beuth. Vielen Dank. Für Bündnis 90 die Grünen bitte ich nun Frau Goldbach nach vorne. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Herren! Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel schreibt am 5. März über den von Frau Bascha-Yildiz gegen das Innenministerium erhobenen Anspruch, ich zitiere, vordergründig geht es in dem Fall um Geld, daneben geht es aber auch um einen langen Streit zwischen der Juristin und dem hessischen Innenminister. Ihm wirft nicht nur Bascha-Yildiz Versäumnisse vor, auch die Opposition im Hessischen Landtag kritisiert, dass die Drohmail-Affäre und ihre offensichtlichen Bezüge zur hessischen Polizei noch immer nicht aufgeklärt sind. Zitat Ende. Das Spiegelthema von vor 2 Wochen ist also unser Thema heute und hier. Vordergründig geht es um Geld, heißt es da. Aber wir müssen uns fragen, worum geht es eigentlich? Ich glaube, es geht auch hier um Vertrauen, nämlich um verloren gegangenes Vertrauen. Denn im August letzten Jahres sagte Frau Bascha-Yildiz laut einer dpa-Meldung bei einer Podiumsdiskussion zum Stand der Ermittlungen, sie sei skeptisch, ob die Serie rechtsextremer Drohschreiben mit Absender NSU 2.0 noch aufgeklärt werden könne. Wörtlich sagte sie, es ist nun einmal in einem Rechtsstaat so, wenn Beweise nicht ausreichen oder der Täter so versiert ist im Internet, dass seine Tat nicht nachweisbar ist, wird das Verfahren eingestellt oder kann nicht aufgeklärt werden. Was Frau Bascha-Yildiz damals sagte, klingt ganz anders als das, was sie heute sagt. Und das gilt auch mit Blick auf die Arbeit der hessischen Polizei. Damals sagte sie eben auf jener Podiumsdiskussion zur Polizei, ich glaube, dass alles dafür getan wird, die Täter zu ermitteln, nicht nur in meinem Interesse, sondern auch im Interesse der Polizei. Das klang noch nach Vertrauen in die Polizei. Anders kann man das, glaube ich, nicht interpretieren. Es werde alles dafür getan, die Täter zu ermitteln, sagte sie damals. Und irgendetwas hat sich seit dem August letzten Jahres fundamental verändert. Ja, sie hat eine neue Drohmail erhalten. Mitte Februar war das. Eine weitere Widerwärtigkeit, mit der seit 2,5 Jahren Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Menschen, die sich engagieren, Menschen nicht nur in Hessen, sondern in ganz Deutschland terrorisiert werden. Und es sind vor allem taffe Frauen, denen der Täter Angst einjagen will. Es ist ein Frauenhasser, der hier am Werk ist. Und das ist offensichtlich. Und wir wissen, Rechtsextremismus und Frauenhass, Frauenhass und Rechtsextremismus, man findet immer beides zusammen. Aber zurück zu Frau Bascha-Yildiz. Warum sagt Frau Bascha-Yildiz heute, ich zitiere aus der Frankfurter Rundschau, Innenminister und Landespolizeipräsidium seien fachlich wie auch sozial inkompetent? Es ist offensichtlich, ich sagte es schon, da ist Vertrauen verloren gegangen. Und wenn das so ist, dann kann es hier und heute nur um eines gehen, nämlich wir müssen dieses Vertrauen zurückgewinnen, koste es, was es wolle. Und deshalb möchten wir Grüne zweierlei. Erstens. Wir gehen der Sache nach. Wir wollen wissen, welche Schutzmaßnahmen ergriffen wurden oder noch werden und wer die bezahlt. Zweitens. Wir wollen daran arbeiten, Vertrauen zurückzugewinnen. Das geht nur, indem wir miteinander reden und nicht übereinander. Wenn wir uns jetzt wechselseitig juristische Gutachten mit saftigen Verrissen um die Ohren hauen, dann ist das, glaube ich, der falsche Weg. Ich habe vollstes Verständnis für Frau Bascha-Yildiz. Ich bin auch Mutter. Und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als das Gefühl zu haben, nicht mehr für den Schutz der eigenen Familie sorgen zu können.
Wir sind aus verschiedenen Gründen in diesen Zeiten alle gestresst. Bei vielen liegen die Nerven blank. Aber niemand von uns dürfte sich im Moment so verletzlich fühlen wie Frau Bascha-Yildiz. Und deshalb nehme ich es ihr auch überhaupt nicht übel, dass sie gesagt hat, uns Grünen im Hessischen Landtag sei der Fall egal. Ich verstehe, dass sie so denkt. Mir würde es wahrscheinlich gar nicht anders gehen. Sie hat einfach das Vertrauen verloren. Und das müssen wir zurückgewinnen. Ich werde mich deshalb persönlich um ein Gespräch mit ihr bemühen. Meistens ist es ja so, man kommt schlauer aus einem Gespräch hinaus, als man hineingegangen ist. Vorausgesetzt, man hat den guten Willen dazu. Und den haben wir. Dankeschön. So, wir brauchen einen kleinen Moment. Das Rednerpult wird noch gereinigt. Vielen Dank für unsere Sicherheit, für unseren Gesundheitsschutz. Und dann bitte ich Herrn Bauer von der CDU nach vorne. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich für die CDU-Fraktion vorab feststellen, dass wir die hier im Raum stehenden Straftaten zutiefst verurteilen. Wir sprechen den von den Drohungen betroffenen Menschen unser Mitgefühl und unsere Solidarität aus. Das gilt natürlich auch für Sie, Kollegin Wissler, die davon betroffen ist. Aber ich darf auch festhalten, dass selbst die CDU-Fraktion vor wenigen Tagen eine Drohmail bekommen hat, die mit NSU 2.0 unterzeichnet wurde und die wir natürlich den entsprechenden Staatsschutz weitergeleitet haben. Also wir sind Betroffene, wir sitzen im gleichen Boot. Und deshalb ist es so wichtig, und es ist auch in unserem ureigenen Interesse, dass wir das zum Thema machen. Denn Sie wissen selbst, wir wollen mit Nachdruck betreiben, dass der Rechtsstaat hart durchgreift. Wir dulden keinen rechten Terror in unserem Land. Denn hier in unseren Reihen saß der Kollege Dr. Walter Lübcke, ein liebenswerter Kollege, der engagierte Politiker und aufrechte Demokrat. Er wurde aus rechtsextremen Motiven ermordet. Und das werden wir nie vergessen, meine Damen und Herren. Und das war eine Zäsur. Ganz klar. Aber es gibt auch weitere Dinge, die uns natürlich antreiben. Es sind die Übergriffe von rechts, die zunehmend auch kommunalpolitisch Engagierte betreffen. Und wir haben durchaus Anlass, über die Gefährdungslage von rechts zu sprechen, aber doch nicht mit diesem entsprechenden Setzpunkt zur Aktuellen Stunde. Das ist der entsprechenden Thematik, die dem Ganzen zugrunde liegt, nicht angemessen. Denn es ist keine ernsthafte Suche nach Lösungen, und diese Herangehensweise wird, wie gesagt, diesem großen Thema nicht gerecht, denn sie insinuieren damit letztendlich nur, es geht um die Tatenlosigkeit des Innenministers und wollen entsprechend das Problem nicht an der Wurzel packen. Sie wissen auch selbst, dass wir bei der Aufgabenteilung, dass wir bei der Herangehensweise immer wieder auf das Problem der Aufgabenteilung stoßen. Denn ein wesentlicher Grundsatz ist immer bei der Aufarbeitung, die Justiz ist unabhängig. Und die Staatsanwaltschaft hat eben die Verfahrensherrschaft im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Ihr obliegt es, die rechtliche Würdigung vorzunehmen. Und ihr obliegt es, das Verfahren einzustellen, Anklage zu erheben oder Strafbefehl zu beantragen. Sie ist die Herrin des Verfahrens. Sie muss Auskunft geben. Und wir haben deshalb als CDU-Fraktion vollstes Vertrauen in diese Institution, dass sie ihrer Aufgabe auch entsprechend gerecht wird, meine Damen und Herren. Natürlich obliegt es dem Hessischen Landtag als erster Gewalt auch der Kontrollfunktion der Exekutive. Aber ganz sicher sind wir als Landtag und auch nicht als Innenausschuss die bessere Ermittlungsbehörde. Und natürlich dürfen Sie alles fragen, als Opposition auch ganz sicher auch kritisch hinterfragen. Aber die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten dürfen ja nicht in Abrede gestellt werden. Es gibt Dutzende Seiten von Antworten zu diversen Berichtsanträgen. Der Rechtsausschuss hat sich im August letzten Jahres damit befasst, der Innenausschuss mehrfach. Es waren Vertreter der Justiz anwesend, Vertreter der Staatsanwaltschaft standen Rede und Antwort. Wir sind dabei, das Thema auch parlamentarisch zu begleiten. Aber entscheidend ist, dass die Antworten, die Sie fordern, die Staatsanwaltschaft zu geben hat. Denn sie ist, und das wird in den Antworten immer wieder deutlich, Herrin des Verfahrens. Und aus einem laufenden Verfahren darf man eben nicht einfach nur plaudern und die entsprechenden Ermittlungen so darstellen, dass sie gegebenenfalls gefährdet werden. Das ist für ein entsprechendes Gerichtsverfahren durchaus nicht zuträglich, damit man Verfahrensfehler auch vermeidet. Deshalb muss man hier sehr vorsichtig vorgehen. Und wir haben deshalb erhebliche Zweifel, dass wir auch im Interesse der Betroffenen agieren, wenn wir hier in regelmäßigen Abständen dieses laufende Verfahren in die Öffentlichkeit zerren. Das hilft nicht der Ermittlung, das beschleunigt nicht die Ermittlung, und man sollte auch nicht so arglos sein und übersehen, dass das Trittbrettfahrer dann allzu gerne auf dieser widerwärtige Form der Einschüchterung auch noch mit aufsteigen, meine Damen und Herren.
und Sie vermitteln deshalb den Eindruck, als könne der Landtag mit Mehrheit beschließen, dass jetzt endlich Ermittlungserfolge erzielt werden. Meine Damen und Herren, ich wiederhole mich hier an der Stelle. Das staatsanwaltliche Verfahren wird von der Staatsanwaltschaft Frankfurt betrieben, und sie ist eigenverantwortlich für die entsprechenden Ermittlungen zuständig. Und Sie können doch nachlesen, waren bei den Sitzungen zugegen, warum es eben so lange dauert, warum es so kompliziert ist. Es wird uns mehrfach dargestellt, dass die Ermittlungen mit Nachdruck geführt werden. Man hat insgesamt mehrere Ermittlungsverfahren aufgestellt, die im Zusammenhang mit dem Drohschreiben 2.0 stehen. Die Justizministerin hat angeschrieben und die Staatsanwaltschaft um Bericht gebeten. Der liegt auch entsprechend vor. Und der Oberstaatsanwaltschaft von Frankfurt hat in der Sitzung vom 6.8. dargestellt, warum es eben so schwierig ist, sich der Täter habhaft zu machen, weil sie sich eben im digitalen Raum verstecken können. Auch hätten sich während des Verfahrens durch weitere Drohmails die Prioritäten aus ermittlungstaktischen Gründen geändert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind längst nicht auf Zeugenvernehmungen beschränkt. Es wurde eine Vielzahl von Beschlüssen und entsprechend auch Beschlüsse zur Überwachung von Kommunikationsdaten erwirkt und vollstreckt. Und der Moment, der Verdachtsmoment für die Tatbegehung, dass der im Ausland liegt, macht es ja geradezu besonders schwierig, denn es gab ja auch eine Rechtshilfeersuchung der Staatsanwaltschaft, ja, an die Russische Föderation. Und es wurde bereits im September 2019 um Amtshilfe gebeten, die Russische Föderation, mit dem Hinweis auf Eilbedürftigkeit. Und nach einem Jahr musste sogar die Innenministerin, Quatsch, die Justizministerin Hessen noch einmal nachfragen bei ihren Kollegen, und zwar bei der Bundesministerin der Justiz, Christine Lambrecht, und bei dem Bundesminister des Auswärtigen Amtes, Heiko Maas, dass sie doch unterstützen mögen, dass die Russen endlich mal das Verfahren beschleunigen. Das sind die Umstände dafür, weshalb es auch länger dauert. Aber ich denke doch, am Ende kann man doch wirklich feststellen, wir sind doch ernsthaft bemüht, nicht die Arbeitsweise des Rechtsstaats in Zweifel zu stellen und die entsprechenden Verfahrensschritte auch zu gefährden. Unser oberstes Ziel ist und bleibt, und ich komme zum Schluss, der Schutz und die Begleitung der Betroffenen, aber auch die konsequente Ermittlung und Aufklärung der Bedrohungen und natürlich am Ende auch die Bestrafung des oder der Täter. Besten Dank, meine Damen und Herren. Für die Linke darf ich nun Herrn Schaus nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 2,5 Jahren bedroht einer oder mehrere Täter unter NSU 2.0 zig Menschen mit dem Tod. Ich will das hier gar nicht zitieren, was da geschrieben wird. So menschenverachtend und ekelhaft sind diese Drohungen. Die Opfer sind sehr oft prominente Frauen. Zwischenzeitlich gibt es mehr als 100 dieser Drohschreiben, und ein Ende ist nicht in Sicht. 12 alleine gegen Seda Bascha Yildiz. Der erste dieser Briefe wurde nur ca. 1,5 Stunden nach einer illegalen Datenabfrage im ersten Frankfurter Polizeirevier im Anfang August 2018 an die Frankfurter Rechtsanwältin Bascha Yildiz geschickt. Darin wurde ihre damals zweijährige Tochter mit dem Tode bedroht. Die darin enthaltenen persönlichen Daten stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Polizeicomputer. Und es folgten weitere illegale Abfragen in Verbindung mit den Drohschreiben in 2019 an die Schauspielerin Idil Beida, in Verbindung mit illegalen Datenabfragen in einem Wiesbadener Polizeirevier und ebenso in 2020, wo eine illegale Abfrage von Daten unserer Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler in einem weiteren Wiesbadener Polizeirevier erfolgte. Seitdem erhalten sowohl diese drei Frauen als auch zwischenzeitlich weitere Personen des öffentlichen Lebens Morddrohungen. Ich frage deshalb, wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen, bis die hochgelobte Sonderermittlungsgruppe beim LKA oder der extra dafür eingesetzte Sonderermittler endlich Ergebnisse liefert und vorlegt, meine Damen und Herren? Zwischenzeitlich hat die immer wieder bedrohte Rechtsanwältin Bascha Yildiz samt ihrer Familie die Wohnung gewechselt, doch die Drohschreiben hörten nicht auf. Um die Familie zu schützen, haben ihr Polizeibeamte Maßnahmen zur zusätzlichen Sicherung der Wohnung vorgeschlagen, und sie hat diese für 5.083 € umgesetzt. Da ist es doch nicht mehr als angemessen, dass das Land Hessen
für diese Kosten, verursacht von einem oder mehreren Polizeibeamten, gerade stehen muss. Das sagt doch schon der gesunde Menschenverstand, meine Damen und Herren. Stattdessen aber lehnt der neue Landespolizeipräsident im Namen des Innenministers mit dem größten Bedauern das Ansinnen von Frau Bascha Yildiz ab. Im Brief von Mitte Februar schreibt er, sie habe keinen Anspruch auf Übernahme der Kosten, denn es gebe keine Hinweise dafür, dass die illegale Datenabfrage in Ausübung eines öffentlichen Amtes erfolgt und einer hoheitlichen Tätigkeit zuzurechnen sei. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Ja, geht's noch? Frage ich an dieser Stelle. Das Land muss doch dafür gerade stehen, was seine Beamten in ihrer Dienstzeit angerichtet haben, meine Damen und Herren. Der Zusammenhang zwischen der illegalen Datenabfrage seinerzeit im ersten Frankfurter Polizeirevier und der Bedrohung der Familie ist doch für alle offenkundig, für alle außer dem Landespolizeipräsidenten und dem Herrn Innenminister. Für die ist das nicht offensichtlich. Da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, Minister Beuths Empathielosigkeit wird hier nur noch von seiner Erfolglosigkeit in der Aufklärung des NSU 2.0 übertroffen. Wir erwarten endlich Ermittlungsergebnisse. Für die AfD darf ich nun Herrn Gaab nach vorne bitten. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Fall um die Drohschreiben im sogenannten NSU 2.0 bewegt uns landes- und bundesweit. Drohschreiben, wie hier unter anderem an eine Opferanwältin des NSU-Prozesses und eine Abgeordnete im Hessischen Landtag adressiert wurden und ebenso ein Politiker von Die Partei in Frankfurt erreichten, verurteilen wir, die AfD als Rechtspartei, auf das Schärfste. Den aktuellen Ermittlungen und Medienberichten zufolge wurden personenbezogene Daten der Geschädigten im Vorfeld über Polizeicomputer recherchiert. Wenn sich ein Bürger oder noch schlimmer ein Beamter von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfernt und mit seinem Tun das Leben anderer Menschen bedroht bzw. gefährdet, muss das Konsequenzen haben. Jeder hierzulande hat das Recht, sich auf die Integrität der Polizei als Exekutive zu verlassen. Nochmal, wenn bestätigt wird, dass einzelne Polizeibeamte ihre Befugnisse missbraucht haben, um im Vorfeld nach Adressen und Daten der Geschädigten zu suchen, dann muss das selbstverständlich Konsequenzen haben. Auch heißt es in den Medienberichten, der Minister des Innern, Herr Beuth, habe bereits im Vorfeld Kenntnis von Drohmails erhalten. Nun, diesen Umstand muss der Innenminister selbst aufklären. Ich bin hier nicht der Anwalt des Innenministers. Allerdings halte ich ganz allgemein nichts von den in der politischen Landschaft Deutschlands reflexartigen und immer wiederkehrenden gegenseitigen Vorwürfe, insbesondere bei einem solch sensiblen Thema. Davon haben sowohl die Geschädigten als auch die Bürger unseres Landes nichts, und die Zeit hierfür könnte sinnvoller zum Vorteil der Menschen in unserem Land verwendet werden. Das, was wir auch jetzt und in der Diskussion zuvor hier erlebt haben, hilft niemandem weiter. Ich halte es aber auch nicht für zielführend, wenn der Innenminister davon spricht, ein rechtes Netzwerk in der Polizei könne nicht ausgeschlossen werden. Ohne genauere Anhaltspunkte sollten wir in keine Richtung Schuldzuweisungen machen oder generell von rechten Netzwerken sprechen.
Durch solche Aussagen wird die gesamte Polizei in Misskredit gebracht. Diese sind unter anderem das Problem, weshalb unsere Beamten in ihrem täglichen Dienst am Bürger gegen bestehende Vorurteile anzukämpfen haben. Und was soll diese Aussage überhaupt bewirken, Herr Innenminister? Selbstschutz? Oder zeigt sie einfach nur, dass sie dem Druck, der freilich vorhanden ist, nicht mehr standhalten? Unsere Beamten sind in den Dienst getreten, um die Bevölkerung zu schützen, nicht um sie zu gefährden, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bewahren und nicht zu beschädigen, wie es leider momentan bei der Durchsetzung der Corona-Maßnahmen teilweise geschieht. Wichtig ist jetzt, dass alle Verantwortlichen mit allen Kräften daran arbeiten, diese Fälle um die Morddrohung lückenlos aufzudecken und dass wir zunächst die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen lassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion darf ich nun Herrn Müller ans Rednerpult bitten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Entschuldigung, niemals. Entschuldigung, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, wenn wir das Thema hier diskutieren, muss eins deutlich sein. Das Hauptproblem ist, dass von Anfang an kein Vertrauen in die Aufklärungsarbeit geschaffen worden ist, weil man erst dann was verkündet hat, wenn es in den Medien stand. Das ist der Ausgangspunkt und der Ursprung des ganzen Problems. Man kann, wenn sowas so gestartet wird, es nachher schon nur noch ganz schwer einfangen, meine Damen und Herren. Und leider, Herr Bauer, waren natürlich verschiedene Leute im Ausschuss, aber immer erst, nachdem die Oppositionsfraktionen, auch wir als Freie Demokraten, entsprechende Berichtsanträge gestellt haben. Offensive Aufklärungsarbeit, Information der Öffentlichkeit, Information auch der Opposition hat es schlicht nicht gegeben. Und das ist, glaube ich, das Ursprungs- und das Kernproblem, das bei diesem Fall zu beobachten ist. Ein weiteres Kernproblem ist natürlich auch die technische Ausstattung. Weil das Hauptproblem, wir haben ja unterschiedliche Sachverhalte. Das eine sind die NSU-Drohschreiben. Da sind wir uns alle einig, dass das aufgeklärt werden muss und dass das belastet und dass das unheimlich schwierig ist, es auch aufzuklären, weil die Rahmenbedingungen entsprechend herausfordernd sind. Aber das andere Problem sind die Abfragen aus den Polizeirechnern. Und diese Abfragen sind natürlich auch deswegen so kritisch, weil die mangelnde digitale technische Ausstattung immer noch vorhanden ist. Und wir haben eben keinen, während im Alltagsgeschäft jeder von uns mit Fingerabdruck oder mit Gesichtserkennung seinen Handyzugang eröffnen muss, war das bei Polizeirechnern und ist das heute noch bei Polizeirechnern eben nicht der Fall. Und es braucht und es braucht. Ich frage jetzt seit einem Dreivierteljahr regelmäßig im Innenausschuss nach. Ich weiß, es ist schwierig, weil entsprechende Ausschreibungen stattfinden müssen und so weiter. Alles keine Frage. Aber ich frage mich, warum es nicht trotzdem schneller vorangeht. Und das ist etwas, was wir hier kritisieren müssen, weil das Vertrauen auch in die Arbeit gefährdet. Und da brauchen wir alle technischen Möglichkeiten mit Nachdruck. Und das habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass das wirklich intensiv genug angegangen wird. Was wir ansonsten hier an Themen diskutieren, ist die Frage, ob es einen Amtshaftungsanspruch gibt oder nicht. Und meine Damen und Herren, das ist keine Frage übrigens der Justiz, weil Amtshaftungsansprüche werden immer noch im Bereich der Exekutive festgestellt. Und wenn man dann nicht mit einverstanden ist, dann kann man vor Gericht gehen. Aber grundsätzlich ist es erstmal Aufgabe der Exekutive, diesen festzustellen oder nicht festzustellen. Ich will mich aber gar nicht in diese Frage vertiefen, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn ich mit Empathie bei diesem Thema dabei bin, dann habe ich einen solchen Sonderfall, wo unstreitig Abfragen zur Person im Polizeicomputer stattgefunden haben, dass ich nach Lösungen finden muss, Frau Bascha-Jelitz zu helfen und auch nicht sie dabei alleine lassen kann, diese Kosten auch noch zu tragen. Deswegen muss ich ganz klar sagen, wenn ich ein wenig mit mehr Empathie an die Sache herangehe, und dann kann ich nicht so ein Schreiben einfach mal losschicken an die Betroffene, dann muss ich doch nach Lösungen suchen, wie ich helfen kann und wie ich Möglichkeiten finde. Und dann ist es mir erst einmal egal, ob rechtlich bis ins Letzte nachweisbar ist, dass diese Abfragen auch am Ende der Grund waren für die versandte Mail. Das ist möglicherweise juristisch betrachtet im Moment noch nicht hundertprozentig nachweisbar und belegbar.
Nichtsdestotrotz hat es diese Chatgruppen gegeben, nichtsdestotrotz hat es diese Abfragen gegeben, und nichtsdestotrotz gab es mittlerweile mehr als ein Dutzend oder noch mehr Briefe und Schreiben, Drohschreiben an Frau Bascha-Yilz. Und dann muss man eben auch entsprechend als Land diese Aufgabe annehmen und schauen, wie man dort helfen kann und auch mal unbürokratisch, ohne Anerkennung von Rechtsansprüchen oder was auch immer, einfach helfen. Und es gibt Möglichkeiten, das zu machen und nicht so jemanden in der Situation dann noch zu sagen, nee, du musst dir schon selbst helfen. Wir sehen, dass du ein Problem hast, aber hilf dir selbst. Das sind Dinge, die, glaube ich, einfach verkannt werden, wo im Umgang mit dem Sachverhalt Probleme liegen. Und dann will ich noch mal zur Aufklärungsarbeit im eigentlichen Fall kommen. Und auch da wurden eben von Beginn an Fehler gemacht. Das Verfahren wurde eben erst nach ein paar Wochen abgegeben an das zuständige Hessische Landeskriminalamt und nicht gleich zu Beginn, obwohl es die entsprechenden Erlasse vorgesehen haben. Bis dahin waren aber die Ermittlungen schon so weit organisiert, dass es eben schon Fehler entstanden sein können und eben nicht die zuständigen Ämter ermittelt haben. Deswegen ist bei diesem Fall von Beginn an verschiedenen Stellen der Wurm drin, und das haben wir dann auch davon, weil wir diskutieren es seit vielen Monaten und Jahren. Und vor allen Dingen, und das ist das Hauptproblem, die Betroffenen, sei es die Rechtsanwältin aus Frankfurt oder auch viele andere, die diese Schreiben kriegen. Und ja, Frau Goldbach, das sind auch viele Frauen und dieser Zusammenhang ist unstreitig, den gibt es. Aber da müssen wir eben auch mit Nachdruck arbeiten, weil diese Betroffenheit, die muss man sich hineinversetzen. Und wenn man das sieht, dann sieht man, welche Situation man hat. Und so jemanden dann mit den Kosten für die erforderliche Sicherheit noch alleine dastehen zu lassen, das ist, glaube ich, nicht das, was im Moment angezeigt ist. Vielen Dank. Wenn das Rednerpult desinfiziert wurde, hat der Innenminister Beuth das Wort. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will Ihnen berichten, dass die Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei mit sehr viel Akribie und mit hohem Engagement die Ermittlungen in Sachen der Drohmails NSU 2.0 führen. Und meine Damen und Herren, ich kann die Emotionen sehr gut nachvollziehen. Insbesondere, wenn Menschen und insbesondere auch, wenn ihre Familien bedroht werden. Aber es geht nicht um meine Emotionen, sondern es geht darum, dass die Sicherheitsbehörden und dass der Rechtsstaat nichts unversucht lassen, um die Ermittlungen erfolgreich zu führen. Die widerwärtigen Bedrohungen und den feigen Versuch, Personen des öffentlichen Lebens einzuschüchtern, verurteile ich zutiefst. Nicht erst heute das erste Mal. Und der Schutz und die Begleitung der Betroffenen sind neben der konsequenten Ermittlung und Aufklärung der Bedrohung oberstes Ziel unserer Bemühungen. Die hessische Justiz und die hessischen Sicherheitsbehörden ermitteln beharrlich und stehen dazu im Austausch mit Sicherheitsbehörden der Länder, des Bundes und im Ausland. Jeder noch so kleine Ansatzpunkt wird akribisch verfolgt. Zeugen wurden befragt, Hausdurchsuchungen durchgeführt, Terabytes an Daten sichergestellt und ausgewertet. Und das ist nur ein Ausschnitt unserer Maßnahmen. Nach dem aktuellen Stand wurden laut den Erkenntnissen der hessischen Ermittler 133 Drohschreiben verschickt, von denen nach aktuellem Stand 115 Schreiben dem Tatkomplex NSU 2.0 zuzurechnen sind. 18 Schreiben wurden mutmaßlich von Trittbrettfahrern verfasst und versendet. Empfänger der Drohschreiben sind überwiegend Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere aus der Politik und Medienwelt. Hierbei sind auch bundesweite Bezüge gegeben. 115 Schreiben richten sich an 32 Personen und 60 Institutionen in insgesamt neun Bundesländern sowie in Österreich. Meine Damen und Herren, dass diese Ermittlungen schwierig zu führen sind, das ist nicht erst seit heute bekannt, sondern das habe ich immer wieder hier und auch im Innenausschuss entsprechend vorgetragen. Der eine oder andere akzeptiert ja auch von der Opposition, dass es sich um schwierige Ermittlungen handelt. Für die konsequente Ermittlungsarbeit der Behörden steht das gesamte Potenzial der hessischen Polizei zur Verfügung.
der Zugriff auf das komplette IT-Know-how. Wir sorgen über die Einbindung des Terrorismusabwehrzentrums auch für eine bestmögliche Kommunikation zwischen den Sicherheitsbehörden. Sogar das Bundeskriminalamt ist mit Organisationseinheiten mit dabei. Die Opfer von Bedrohungen erhalten schnell Beratung und Hilfe. Sofortige vorläufige Gefährdungsbewertungen werden angestellt, wenn Drohschreiben bekannt werden. Und wir haben eine Bereitschaft gewährleistet, die Ermittlungsarbeit 24/7 gewährleistet. Die Polizei steht als Ansprechpartner für Betroffene des NSU 2.0 Tag und Nacht zur Verfügung und leitet sofort lagerangepasste Maßnahmen ein, sollte sich eine individuelle Gefährdung Betroffener ändern oder konkretisieren. Das ist auch hier von Anfang an der Fall und mir persönlich natürlich auch ein Anliegen. Der von Frau B. geltend gemachte Ausgleich von Kosten für Sicherungsmaßnahmen wurde hier wiederholt angesprochen, ist aber keine Frage meiner persönlichen Entscheidung. Ich verstehe die Sorgen, den Wunsch nach Sicherheit, einem Ende der Bedrohungen und auch die Übernahme der Kosten sehr gut. Ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage kann aber keine Zahlung angewiesen werden. Ein Amtshaftungsanspruch, der ist hier gerade angesprochen worden, ist nicht gegeben. Die Ermittlungen werden gegen unbekannt geführt. Wegen der besonderen Belastung von Frau Basayiris lasse ich derzeit noch einmal prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, in diesem Punkt über einen anderen Weg zu helfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ermittlungen der hessischen Polizei in dieser Angelegenheit werden mit großem Nachdruck sehr konsequent und sehr akribisch geführt, weil wir ein großes Interesse daran haben, das zu beenden. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.